Hallo und herzlich willkommen zu Horizon Forbidden West. So, ich habe schon mal den nächsten Schirmervertrag angemacht. Sag mal, geht der wieder da zurück in den... Tatsache. Ja, komm. In dem Fall. Was ist das denn, ne? Maschinenstreitanfänger. Ha. Hab ich immer noch keine Lust. Na, egal. So. Alter, der Himmel, der wieder aussieht, da mit den ganzen Sternen. Die Stürmerherde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. Okay. Ups. Eine gerüstete Maschine, kommt sofort. Irgendwie juckt den das nicht. Geh weg. Okay, besser. Ups. Alter, habe ich dich nicht gesehen. Ihr wollt doch wohl nicht? Bis da oben hin rennen die. Ja, sorry. Ey.
Alter, gleich hier. Erledige die Plünderer. Ah. Meine Herren, du! Dann hau ich dich halt so kaputt. Das ist einer. Doch. Plünderer. Blaubeere. Was ist das? Ein Plünderer-Radar. Auch gut. Da steck ich ein. Ja, mach das! Schreitst du denn so rum? Du verfügst über ungenutzte Spurengewebe und modifizierst. Achso, ja, ja. Das sollte reichen. Wird Zeit, die Teile zu Larin zu bringen. Jetzt gibt es Ärger. Bedrohst du mich? Tut mir leid, aber du hast mich bedroht. Bei dir ging die rote Lampe an. Da stehe ich nicht drauf. Blaubeeren. Die kommen in meinen Rucksack. So. Ist das schön. Echt so ein nice Game, ne? Nein, das ist Ding. Kann nicht sein. Irgendwie erscheint mir der Steinbruch größer als vorher. Perfektes Timing, Jägerin. Ach, sag bloß. Ich habe alle Teile für dich. Dein guter Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Hier ist dein Lohn.
Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja, unsere Späher haben ein Reishorn entdeckt. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Mhm. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Du wirst es nicht bereuen. Du machst mich ein bisschen fertig, ne? Ich muss jetzt gehen. Viel Glück mit dem Reishorn. Das sind die letzten Bauteile, Jäger. Hast du hier so eine Bank, wo ich selber mal ein bisschen klöppeln kann? Jo. Ja. So, Waffen-Upgrade. Aufgabe abbrechen. Habe ich also schon Aufgabe erstellt. Tja. Tja. Dann machen wir Upgrade. Schön. Aufgabe erstellen. Schnappmaul, Beutelgewebe und Kletterkiefer, Schweifstaubwedel. Beutel-Upgrade kriege ich auch hin. Hau rein. Und hau rein. Hör mal, Kalle, hast du sowas? Und wie läuft die Jagd? Ich arbeite dran. Geflochtener Draht. Puste Panzerplatte. Hab ich aber genug von. Ja, von dem Rest wird er. Haben wir genug. Du hast wohl nichts Schönes gefunden, was? Nee, hab ich nicht. Mit den neuen Teilen kann ich endlich mit der Rüstung anfangen. So. Quest. Ja, bleiben wir dabei, ne? Hier, Beuteverträge. Stufe 10. Und sogar nur ein Katzensprung entfernt. Gut. Einmal hier. Ich sollte mir Larens Vertrag mal anschauen. Och Gott. Beuteverträge. Schriftrolle, ein Standardbeutevertrag aus Ram, vor kurzem eilig geschrieben. Der folgende Vertrag, ausgestellt von Kerfus Bauteile KG, in Klammern Plünderer, verpflichtet hiermit den Empfänger, in Klammer Jägerin, zur Erbringung folgender Dienstleistung. Die Jägerin erlegt das Reishorn, das am markierten Flussufer gesichtet wurde, und weidet es aus.
Aufgrund ihrer Schnelligkeit konnten Späher diese Maschine bisher nicht erwischen. Die Plünderer empfehlen, sich hinsichtlich dieser Tatsache etwas einfallen zu lassen. Die Jägerin versteht, dass die Annahme dieses Vertrages inhärente Risiken beinhaltet, einschließlich körperlicher und/oder psychischer Verletzungen, Schmerzen, Leiden, Entstellungen, vorübergehender oder dauerhafter Lähmung und/oder Tod. Ich werde für deinen Erfolg hämmern. Ja, wunderbar. Das Kleingedruckte lesen. Das Kleingedruckte lesen, Kleingedruckte. Ich sehe Maschinenspuren. Aha. Könnte das Reißhorn sein, das ich suche? Ach so. Kluges Kerlchen. Junge. Hier sind viele verschiedene Maschinenspuren. Braucht man Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Du hast angefangen. Auch noch gerne mal ein Problem. Da hat sich was entzündet. Da hat sich was entzündet. Sag bloß. Ja, der hat angefangen. Ja, ist. Die Reißhornspuren finden, bevor ich gehe. Ist ja gut. Die Seuche, die ist aber echt, ne? Furchtbar. Spuren entdeckt. Sie sehen frisch aus. Mit meinem Fokus kann ich ihnen folgen. Hab mich dich. Mal sehen, wo du hinführst. Oh, es tut mir leid, Ratte. Kennen wir die Ruinen? Ich fange das Reißhorn. Ein Reißhorn, das Feuer speit. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ich muss es erledigen. Schwach gegen Eis. Ich krieg dich schon noch. Alde. Der ist aber komplett auf der Flucht, wa? Hau ab, Plünder, ich klatsch dir ein. Wo ist er denn jetzt?
Frostmunition richtet hier nicht viel aus. Schwach gegen Feuer. Junge! Was, wendiges Reißhorn. Erledige das. Nutze eine Reitmaschine, okay. Ja, komm mal hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich glaube Dreieck, oder? Menge Lanzenhörner. Gebt mir eure Hörner. Da muss ich jetzt erstmal. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das tut gut. Bisschen Blueberry. Zack. Ach, ein Scheißstein. Aber ich habe für irgendeinen Bogen oder was, habe ich jetzt die Lanzenhörner, die ich brauche. Nur ich habe immer noch nicht das Vieh erledigt, ne, was ich umlegen soll, ne? Na, ist nicht schlimm.
Erstmal hier das Gedöns einsammeln. Die behalte ich als Vorrat. Naja. So, Stürmerli. Haben wir denn sonst noch hier irgendwas rumlegen? Jo. Noch so ein Geweih. Kühlsaft. Hier funkelt auch noch was. Ich weiß nur immer noch nicht, wo das... Du bist das, ne? Schade, dass es das Absprungsschlacht nicht hier von der Maschine wie in Zero Dawn gibt. Vielleicht gibt es den auch. Ich bin wieder nur zu blöd. Haben wir? Na gut. Ja, ist ja gut. Hier hast du das Reishorn. Zumindest das meiste davon. Ja, das ist es. Damit wird meine Rüstung absolut herausragen. Es sei denn, vielleicht könnte ich... Du solltest bald mal anfangen, oder? Du hast recht. Es wird keine perfekte Rüstung, wenn ich sie nie schmiede. Danke, Aloy. Vielleicht kommst du wieder her, wenn Keruf da ist. Wenn ich den Preis gewinne. Ich versuch's. Ich hab hier sehr Beuteverträge Satz abgeschlossen, Trophäe erhalten. Ja, schick. So, und was machen wir da nun? Was sagt denn eigentlich hier die Karte? Was ist das denn hier? Abgeschlossen. Was ist das? Finde das Rebellenlager nördlich von Fahrlicht. Was ist das? Unbekannt. Unbekannt. Möchte ich einfach mal hin. Wenn das unbekannt ist. Komm, Junge. Kriegst du mal kleine Reparatur. Was ich satt. Ah.
Ach, scheiße. Wieder hier so eine beknackte Pflanze. RC-Bericht, strategische Bewertung. 11. Januar 2066. Daten beschädigt. Aufklärer prognostizieren Kontakt mit der Wichita-Linie in 27 Stunden. 7 Horus-Einheiten in der ersten Welle gesichtet. Aus dem Westen ebenfalls schlechte Nachrichten. Die letzten Nachzügler aus Kalmar wurden erfasst. Geschätzte Verluste 93% und keinerlei Kontaktaufnahme mehr mit Reno. RC-1 nimmt an, dass es vollständig ausgelöscht wurde. Das war's dann also. Es sind die letzten Tage vor dem jüngsten Tag. Ich schwöre bei Gott, Sir, ich bin kein Feigling, aber ich würde meine Sachen packen und abhauen, wenn es noch irgendeinen Ort gäbe, an den man gehen könnte. Okay. Ey, das ist so gemein mit dem bescheuerten Pflanze, ne? Vor allem, wann kriege ich endlich raus, wie ich die öffne? Sonst ist hier auch nichts. Gut. Meer aus Sand, Sintflut. Blut für Blut. Ist alles recht weit weg, ne? Der erste Flug pausiert. Das Fortdauern, okay. Das ist ja Stufe 30. Finde weitere Beuteunternehmen, okay. Komm. Wir gehen Leute verkloppen. Hau ab. Man kann halt sein, dass mein bescheuerter Nachbar schon wieder am Hämmern ist. Ich hau ihm irgendwann mal seinen Hammer ins Gesicht. Verseiten hier. Alter, der ist ja behindert. Ein Brief von zu Hause. Braguf, Flamme meines Herzens, die Schmiede ist leer ohne dein Lachen. Aber ich weiß, dass du das alles tust, um Scherben für uns aufzutreiben. Die kleine Ertha meint, wir sollten damit eine Schmiede bauen, die so groß wie der Himmel ist. Ich habe ihr einen kleinen Hammer besorgt, damit sie so tun kann, als ob sie ihre eigenen Sachen schmiedet. Elgrund hat ihn ihr weggenommen. Du weißt ja, er ist kein Mann, der Frauen an der Schmiede sehen will. Bei mir hat er sich dann nicht getraut, das zu sagen. Ich habe den Hammer zurückgenommen. Elgrund sollte wirklich andere Sorgen haben. Die Stadt wurde schon wieder überflutet. Und den Schmieden wurden so viele Bäume verbrannt, dass die Hügel hier so kahl sind wie mein Großvater. Im ganzen Tal gab es Schlammlawinen und Überschwemmungen. Vilgar sagt, wir sollten Bäume pflanzen. Sie meint, ein Wald würde die Erde festhalten und uns in Zukunft mit Holz versorgen. Aber Elgrund sagt, wir müssen unsere Zeit dazu nutzen, die Flutmauern zu erhöhen. Und er ist der Präfekt. Was soll man da machen? Die anderen hören zwar nicht auf Vilgar, aber sie verdient sich allmählich widerwillig Respekt. Sie hat eine Pumpe erfunden, mit der man Wasser ausschöpfen kann.
die verkaufen sich mittlerweile gut im ganzen Anrecht, wo immer es zu Überschwemmungen kommt. Eartha folgt ihr überall hin und löchert sie mit Fragen. Ich hoffe, du bist in deinem Lager vor den Stürmern sicher. Eartha vermisst dich so sehr. Die Flamme in mir brennt auf deine Rückkehr. Burgenda. Später. Boah, was ein Fisch. Boah, Alter, ich hasse ihn, ne? Er muss einfach sinnlos, muss er auf irgendwas rumhämmern. Du sagtest, das sind die besten Gräber im Anrecht. Und du sagtest, hier wimmelt es vor Artefakten. Und das hier, ist das nichts? Es ist ein Tablett. Bei der Sonne. Nicht einmal die besten Handwerker Meridians beherrschen solche Symmetrie. Was die Alten wohl darauf servierten. Vorspeisen oder Fisch. Es ist ein Tablett. Was ist das? Wer bist du? Roshavid, du würdest die Sonne nicht erkennen, wenn sie vor dir scheint. Das ist die Retterin von Meridian, die Seherin des Verborgenen. Du bist wegen ihnen da, oder? Ihnen? Den Relikten. Der See ist voll mit ihnen. Hier ist einst etwas Großes passiert. Dürfte ich mal sehen? Das sind viele Daten. Brauchen wir vielleicht einen Heiler? Was auch immer das ist, es weist hin auf etwas namens mobiles Deckungssystem. Oh, du meinst eine Abdeckung für das Tablett? Nein, eher etwas, was in einem Kampf praktisch wäre. Woher hast du das? Die Ausgrabung. Da, wo es jetzt vor Maschinen wimmelt. Und falls die nicht einfach so verschwinden, werden wir gehen. Willst du denn nicht herausfinden, was hier passiert ist? Vielleicht geht das noch. Was hat euch ausgerechnet hierher geführt? Gute Expeditionen beginnen mit Gerüchten. Als die Tenakt unsere Truppen aus dem Westen vertrieben, beschrieben die zurückkehrenden Soldaten den See voller Zeichen der Alten. Ich hörte diese Geschichten und wusste sofort, dass hier unzählige Artefakte warten. Nur leider haben wir noch nichts gefunden. Zumindest bisher. Diejenigen, die geduldig sind, erwartet Sonnenschein, wenn die Wolken sich verziehen. Im Osten gibt es auch Ruinen. Warum so weit draußen nach Artefakten suchen? Ah, nun, während meine Kollegen in den alten Ruinen wühlen, breche ich zu Neuem auf. Der sprächige Gendas wird als erster die Geheimnisse des Westens entdecken. Dann werde ich so berühmt wie der große Ara. Du teilst deinen Optimismus wohl nicht. Ich handle mit Artefakten. Vorzugsweise mit solchen, die peppiger sind als Fischtabletts. Du bist so ungehobelt. Irgendjemand muss solche Expeditionen bezahlen. Und bisher haben wir nichts, was meine Kosten decken würde. Bei der Ausgrabung griffen euch Maschinen an? Das war furchterregend. Bei unserer Ankunft sah hier alles so friedlich aus. Im Wasser funkelte etwas und ich ging hinein. Es war das Tablett. Ich war so entzückt, dass ich die Maschinen nicht kommen hörte. Um ein Haar wäre ich gestorben. Ich war dabei. Du hattest eigentlich einen recht guten Vorsprung. Aus sicherer Entfernung sagt sich das so einfach. Wie dem auch sei. Ich hoffe, die Osseram erledigen das. Das sind angeblich die besten Gräber im Anrecht. Und jetzt jammern sie wegen Gefahrenzulage. Nie im Leben, solange wir nichts finden, was meine Kosten deckt. Wo ist die Ausgrabung? Dort sollte ich anfangen, wenn ich diesem mobilen Deckungssystem nachgehen möchte. Vielleicht finde ich heraus, was hier passiert ist. Die Ausgrabung ist hinter uns. Den See im Westen hoch. Ich wusste, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind, Retterin. Was wirst du uns nur erzählen, wenn du den See mit deinem zweiten Gesicht gesehen hast? Hoffentlich nur die Wahrheit. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Ja. Darum stoßen wir so weit ins Unbekannte. 300. Also, da ist es.
Ja, ich glaube. Ich glaube. Wir rubbeln erstmal hier. Das ist Donnerkiefer, ne? Wir rubbeln erstmal in der nächsten Folge das Lager da auseinander. Ich sollte zur Ausgrabungsstätte gehen, von der Genders sprach. Die Maschine erledigen und nach Spuren des mobilen Deckungssystems suchen. Ja, das werden wir tun. Aber in der nächsten Folge hauen wir erstmal so ein Banditenlager auseinander. Das mache ich auch ganz gerne. Na, ein Donnerkiefer. Der gehört doch hoffentlich auch nicht zu den Banditen, oder? Die letzten Banditen, die hatten so eine Feuerklaue. Arschvogel. Einfach. Ja, Arschvogel, Taube. Oh, guck mal da. Oh. Super. Du bist auf jeden Fall im Weg. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Aha. Ich sollte Schockmunition nehmen. Schock. Warum Schock? Ja, dabei fiel mir gerade ein. Achso, guck mal. Da ist einer. Da sind drei. Komm. Ja, die ist schon Fratze. Echt? Ein gutes Gefühl. Gott, wenn du ein gutes Gefühl hast. Wo seid ihr? Hey, ich rede mit euch. Nicht aufhören. Suchen. Zurück da! Sichtkontakt! Ich mach sie fertig. Seid bereit! Ihr beide, wir suchen. So, Alter. Vernichten wir die Feinde. Stell dich. Da drüben. Schlag zurück. Feuer. Haben wir, ne? Junge. Ja. So geht das, ne? Da unten läuft noch einer. Ja, ja, wenn du mich findest. Donny, bleib cool, ja? Bleib cool. So, und wir müssen auch cool bleiben. Ich werde jetzt wohl dem Nachbarn seinen bescheuerten Hammer ins Gesicht hauen. Ne?
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.